Vielen Dank, Monsieur Hernand. Ich habe mich ja bereits einführen können mit zwei, drei Fragen. Somit sind Sie gefasst, was nun kommt. Sind IT-Submissionen der öffentlichen Hand ein Erfolgskiller? Waren frühere Erfolge Machern geschuldet, die sich um die Auftragserfüllung in dem Sinn als persönliche Verpflichtung verstanden? Ganz provokativ, müssen wir zurück zum guten alten Filz? Diese Fragen und Gedanken vernehme ich vermehrt von Unternehmerkollegen, von Leuten, aber auch aus den Gemeinden, den Städten, den Kantonen und von Seiten der Berater. Und zwar immer dann, wenn die Projekte vor allem in die Hosen gehen und mit Kostenüberschreitungen, Terminverzögerungen oder Komplettabbrüchen in den Medien breitgetreten werden. Geschätzte Damen und Herren, auch von meiner Seite her herzlich willkommen zur IT-Beschaffungskonferenz 2014. Ganz ehrlich, sind Ihnen im Geheimen nicht auch schon solche Überlegungen durch den Kopf gegangen? Was läuft bei IT-Submissionen schief, wenn trotz diesem von Herrn Zumstein angesprochenen riesigen Aufwand von Seiten der Verwaltungen und auch von Seiten der Anbieter im Evaluationsverfahren, aber auch im anschließenden Projekt, derartig massive Schwierigkeiten auftauchen? Ist die gelebte Praxis, die Submissionsunterlagen kontinuierlich aufzublähen oder das persönliche Gespräch durch strukturierte Fragen zu ersetzen, allenfalls ein Rohrkrepierer? Wird damit dem Anspruch, Steuergelder gezielt um möglichst schonend einzusetzen, überhaupt noch entsprochen? Persönlich habe ich drei Wünsche für die Zukunft, um gemeinsam seitens der Verwaltungen und seitens der IT-Anbieter zu besseren Projekten zu gelangen. Für mich ist klar, IT-Submissionen, die können nicht verhindert werden, die sind Bestandteil und die müssen wir leben, gemeinsam, und sie auch als Chance annehmen. Und der Filz, der ist echt recht keine Lösung. Aber diese drei Forderungen sind für mich das Erste, das persönliche Gespräch, das muss vertieft werden. Die zweite Forderung, die Submissionsunterlagen dürfen keinem weiteren Wachstum mehr unterliegen. Und die dritte Forderung ist, Ihre Forderungen, sprich die Forderungen seitens der Verwaltungen, müssen hinsichtlich dem nachhaltigen Nutzen auch geprüft werden. Sie müssen verhältnismäßig sein, sie müssen realistisch sein, sie müssen erreichbar sein. Gerne gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser Umfeld, in welchem wir mit unserem Produkt Nest tätig sind und worauf sich auch meine anschließenden Ausführungen beziehen. Nest ist die führende Gesamtlösung für Gemeinden und Städte sowie kantonale Steuerverwaltungen. Mit 400 Gemeinden sowie 11 kantonalen Steuerverwaltungen verwalten wir 1,8 Millionen Einwohner, respektive mehr als 2,5 Millionen Steuerpflichtige in der gesamten deutschen Schweiz. Dazu gehören auch Kunden wie die Städte Zürich, Winterthur oder Basel. Vom gleichen Glück, wenn man so sprechen darf, in den Steuern profitieren auch mehrere hunderttausend juristische Gesellschaften in denselben Städten und Kantonen und Gemeinden. Mit Nest werden insgesamt also mehrere Milliarden jährlich umgesetzt und Nest hat damit eine volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt und ist für das Funktionieren des Staatswesens absolut relevant. Das Rückgrat der Applikation bilden applikationsübergreifende Basisfunktionalitäten und als Alleinstellungsmerkmal steht bei uns vor allem eine sehr tiefe Lösungsintegration im Vordergrund. Eine Fachfunktionalität, die in der Schweiz sicher einmalig ist. Die Applikation ist schnittstellenfrei und verfügt über einen gesamtheitlichen Datenbestand, wo sich sämtliche Applikationselemente bedienen. Sie sehen also, wir bewegen uns in einem sehr komplexen Bereich. In einem Bereich, welcher mit 26 Kantonen
und ca. 2300 Gemeinden auch kein Massenmarkt darstellen. Es ist nicht wie bei Microsoft, die einen Milliardenmarkt haben, oder Oracle, sondern wir sind wirklich in einer Nische tätig. Die Submission einer solch umfassenden Applikation, die stellt für eine Verwaltung eine immense Herausforderung dar. Es ist gänzlich anders, als wenn es um die Beschaffung von 1000 neuen Office-Lizenzen oder um die Beschaffung von Hunderten von PC-Arbeitsplätzen ginge. Für Fachapplikationen bestehen keine gültigen Industrienormen oder de facto Standards. Die Projekte entsprechen sehr oft und großteils einem individuellen Anspruch der Verwaltungen, sowohl was deren Kernfunktionalität anbelangt, wie auch bezüglich der Integration in das bestehende Umfeld oder bezüglich der Datenmigration. Besonders hervorzuheben sind sicher die Berücksichtigung kundenspezifischer Prozesse und Abläufe. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass für jeden existierenden Standard, der irgendwo und irgendwann geschaffen wurde, in den Verwaltungen kundenspezifische kreative Abweichungen erfunden wurden. Heute abzulösende Systeme sind grundsätzlich komplexe Systeme und es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo wir quasi ab der Schiefertafel Keilschriften migrieren mussten. Selbst im Gemeindemarkt, wo nur wenige Anbieter sich mit Standardprodukten den Markt aufteilen, treffen wir bei jeder Ablösung durch Nest auf massive kundenspezifische Eigenheiten. Und wie packt die Verwaltung diese herausfordernde Situation an? Oftmals mit sehr viel Respekt, teilweise sogar mit einer gewissen Portion Angst. Angst, dass man sich im Dschungel der Submissionsvorschriften verheddert und dass man sich für allfällige Beschwerden auch angreifbar macht. Es werden Submissionsspezialisten beigezogen. Es werden hunderte Seiten von Papier erzeugt und Fragekataloge mit Tausenden von Positionen erstellt. Allein diese Vorbereitungsarbeiten gehen oftmals über Monate, teilweise gar Jahre. Und das scheint mir entscheidend, in der gesamten Zeit ist jegliches Gespräch zu potenziellen Anbietern tabu und wird vermieden. Jedes in die Hose gegangene und in Zeitungen breitgetretene Projekt schürt diese Entwicklung zusätzlich. Ja, keine Angriffsflächen schaffen. Man wird bekanntlich mit Argusaugen beobachtet. Der kleinste Kontakt zu den Anbietern würde umgehend zum Desaster, zum vorzeitigen Tod des eigenen Projektes. Um die anstehende Entscheidung daher transparent zu machen und nachvollziehbar zu machen, wird die gesamte Kommunikation mit potenziellen Lieferanten normiert. Wie auch vorgängig gehört, es finden keine individuellen Gespräche statt, sondern es werden der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit willen alle Fragen schriftlich formuliert. Genauso werden bei Präsentationen die Abläufe minutiös vorgegeben und die zur Präsentation gewünschten Elemente namentlich genannt. Ziel ist es, dass jeder Lieferant exakt zum gleichen Sachverhalt eine Aussage macht und das Gesamte auf Tonband aufgenommen. Diese Aussagen werden anschließend einer umfangreichen Punktierung unterzogen und somit auch vergleichbar gemacht. Meine Damen und Herren, für mich ist das keine Kommunikation. Für mich ist das Nicht-Kommunikation. Für mich ist das adaptiert auf die IT bestenfalls das konventionelle Wasserfallmodell, entspricht aber keinesfalls einem modernen Entwicklungsansatz wie Scrum. Durch diese Normierung und Definierung der Kommunikation vergeben sich die Verwaltungen die Chancen, Anbieter im persönlichen und individuellen Dialog wirklich kennenzulernen. Miss- und Unverständnisse sind programmiert. Als selbstverständlich erachtete Sachverhalte zeigen sich später als eben doch nicht so selbstverständlich. Und damit steigen auch die Risiken im jeweiligen Projekt mit Mehrkosten, Terminverzug bis hin zu Totalabsturz massiv. Und wie machen Sie das im privaten Umfeld? Wie packen Sie, meine Damen und Herren, den Neubau eines Hauses oder den Kauf eines Fahrzeuges an?
Sie ermitteln die potenziellen Anbieter und suchen frühzeitig das persönliche Gespräch. Sie stellen Fragen, Rückfragen, Präzisierungsfragen. Möglichst offene Fragen, welche eine Vielzahl von Rückmeldungen ermöglicht. Sie führen Smalltalk, wollen den oder die Menschen kennenlernen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Sie möchten die Menschen hinter dem Unternehmen kennenlernen. Sie wollen wissen, wie diese ticken und was ihre Werte sind. Im intensiven Gespräch bringen Sie schlussendlich Ihre Beschaffung zur Entscheidungsreife. Was für eine Differenz im Vorgehen. Was für ein Unterschied in der persönlichen Form der Beschaffung, vielleicht auch bezüglich des Einkaufens, wie wir die Differenzierung heute Morgen gehört haben, zu einer strukturierten und intensiven, zu einem strukturierten und hoch definierten Submissionsverfahren. Neben der mangelhaften Kommunikation stellen aber auch die Kosten zur Teilnahme einer Submission erhebliche Hürden für einen Anbieter dar. Aus Pflichtenhefter wurden zwischenzeitlich Pflichtenbücher bis hin zu Pflichtenbundesordner. Die Bearbeitung dieser Papierberge zur Ablösung komplexer Fachapplikationen verursacht je nach Anbieter Kosten im Umfang von 100.000 oder mehreren 100.000 Franken. Das ist insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen kaum mehr zu stemmen. Neue Player mit neuen Ideen werden damit auch verhindert, was eine gesunde Konkurrenzsituation unterbindet und Verwaltungen damit um neue Chancen bringt. Persönlich zweifle ich, ob es heute noch möglich wäre, wie 1992 Nest aus der Taufe zu heben und ob es uns heute unter diesen Bedingungen überhaupt gäbe. Durchschnittlich gehe ich von 3 bis 8 Submissionen oder Angeboten aus im Rahmen einer Submission. Somit werden von Seiten der Anbieter kumulierte Kosten von einer halben bis zu mehreren Millionen Franken generiert. Und da ja jeweils nur ein Anbieter zum Zug gelangt, handelt es sich also größtenteils um Gelder, welche keiner eigentlichen Wertschöpfung entsprechen und verpuffen. Gelder aber auch, welche indirekt in irgendeiner Form wieder generiert werden müssen und dabei auf Kostensätze und Lizenzen umgewälzt werden. Kosten, die die bestehende Kundschaft irgendwie quersubventionieren muss. Kosten, die dem Staatswesen kollektiv aufgebürdet werden. Und da frage ich mich oftmals, ob das wirtschaftlich wirklich vertretbar ist. Was ist, wenn ich in die Zukunft schaue, wenn das Wachstum der Submissionsunterlagen wie in den vergangenen 20 Jahren ungebremst weiterginge? Der dritte Punkt, den nehme ich auch noch gerne unter die Lupe. Und zwar ist es der Punkt bezüglich den übermäßigen Anforderungen. Es gibt darin immer die Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten. Und es stellt sich für mich auch die Frage, ob wirklich jede Forderung, die dem Anbieter gestellt wird, tatsächlich zum Vorteil der Verwaltung gelangt. So werden umfangreiche Submissionen oftmals gerne über Ferienzeiten abgewickelt. Mehrfach haben wir Weihnachten in den Bergen verbracht, in den Pflichtenbergen. Nicht immer stehen in solchen Zeiten die erforderlichen Spezialisten zur Verfügung und da ist es einfach der Qualität der Angebote möglicherweise auch abträglich. Oder aber es werden Forderungen zur Abtretung von Eigentumsrechten in den Submissionen verankert, eine Situation, welche es einem arrivierten Anbieter mit einer eigenfinanzierten Lösung verunmöglicht, an dieser Submission zu partizipieren. Ebenso wird oftmals dem Standardisierungsaspekt zu wenig Bedeutung zugemessen. Es werden frei Applikationselemente von unterschiedlichen Anbietern zusammengewürfelt und mit individuellen Schnittstellen versehen. Eine Vorgehensweise, welche das Risiko für die Verwaltung immens steigert und einen Standardsoftwareanbieter ebenfalls eine Submissionsteilnahme erschwert. Durch dieses Vorgehen beschneiden sich die Verwaltungen um interessante, stabile und kostengünstige Angebote.
Mir ist bewusst, dass diese Umstände irgendwie gegeben sind und dass wir uns alle mit diesen Problemstellungen, die eine Submission mit sich bringt, befassen müssen und dass wir diese meistern müssen. Aber wir haben heute sehr viele Informationen gehört, die eben genau auf diesen Umstand abzielen, dass wir noch mehr beschreiben müssen, dass wir noch mehr fordern müssen, dass wir noch zusätzliche Verträge erarbeiten müssen. Und ich möchte darum mein Plädoyer wirklich in diese Richtung auch halten, dass wir das Gespräch nicht vergessen dürfen und dass wir uns wirklich fragen müssen, ob diese ganzen Papierberge wirklich nur zu unserem gemeinsamen Nutzen sind. Ich versuche darum, Lösungen vorzuschlagen, die sowohl für die Verwaltungen die Risiken minimiert, wie auch den Anbietern eben ein gutes und qualifiziertes Angebot ermöglicht. Und um das zu erreichen, müssen wir bereits bei der Submission ansetzen. Zusammenfassend nochmals meine drei Problemzonen. Erstens das fehlende persönliche Gespräch. Was ich mir wünsche, ist, dass umfangreiche IT-Projekte in die Einschreibungsbedingungen überdenkt werden, dass wir von den Juristen Unterstützung erhalten, was möglich ist und was nicht möglich ist. Heute regiert oftmals die Angst und man traut sich nicht, persönliche Gespräche zu führen, im Glauben, dass es nicht erlaubt wäre. Und doch bin ich mir sicher, dass es eben Möglichkeiten gibt. Ich habe heute 2, 3 solche Aussagen gehört, auch beispielsweise vorhin von Oski Zumstein. Es hat mir sehr gefallen, dass man eben das Gespräch zwischen der Vertragserfüllung und der Selektion oder umgekehrt zwischen der Wahl des Anbieters und der Vertragsschließung, dass man dort nochmals intensive Gespräche führen soll. Ich denke aber auch, dass es sinnvoll ist, bereits in der Wahl des richtigen Submissionsverfahrens sich Gedanken zu machen. Beispielsweise bietet das Verfahren, das selektive Submissionsverfahren, den Vorteil, dass es mehrere Runden gibt, in denen mit Fragen und Antworten gearbeitet werden kann. Und das hilft dieser Kommunikation eben auch. Ein anderer Aspekt noch, das ist der Punkt der Vorbefassung. Es steht kontinuierlich im Raum, dass wenn man eben mit dem Anbieter oder einem potenziellen Anbieter das Gespräch sucht, dass dieser anschließend als vorbehaftet oder vorbefangen gilt. Es ist aber auch so, dass selbst dieser Punkt in den Submissionsbestimmungen einen gewissen Handlungsspielraum gibt. Wenn der Anbieter, also sprich wenn der Submissionär entsprechende Maßnahmen trifft, um diesem Punkt entgegenzuwirken, so sind Gespräche möglich. Der zweite Punkt, das war das exponentielle Wachstum von Submissionsunterlagen. Ich bitte Sie wirklich, sich gut zu überlegen, ob diesem exponentiellen Wachstum weiter Rechnung getragen werden soll oder ob dieser Umfang, den wir heute haben, und das ist tatsächlich so, wenn eine kantonale Verwaltung heute eine Submission durchführt, dann ist dieses Pflichtenheft bei ökonomisch gedruckter doppelseitig mit 2 Seiten auf einem Blatt ein ganzer Bundesordner voll. Also offiziell ausgedruckt werden das 4 Ordner und das ist einfach unglaublich viel und bietet auch Interpretationsspielraum in alle Richtungen. Für mich besteht keine Relation zwischen der Menge der Seiten und der Menge der Fragen hinsichtlich des Erfolgs des IT-Projektes. Und die dritte Problemzone ist also die Forderung oder die unverhältnismäßige Forderungen und Erwartungen. Ich bitte Sie, lassen Sie den Anbietern genügend Zeit, um ihre Submissionen korrekt zu beantworten, so dass sie wirklich zu einem qualitativen und hervorragenden Angebot kommen. Und wichtig scheint mir auch, dass Ihre Erwartungen und Forderungen realistisch und auch erreichbar sind. IT ist Leidenschaft, IT ist die Gegenwart und im Besonderen auch die Zukunft. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, dass in Ihren Projekten der Erfolg maximal Einzug hält und dass Sie auch den Mut haben, Submissionsbestimmungen, wie sie auch immer lauten mögen, insofern auszureizen und das persönliche Gespräch zu suchen. Vielen Dank.